Hockenheim Auftakt war grandios. Und wenn du in eine neue Saison startest, in eine neue Ära, in die Turbo-Ära und dann im Qualifying auf Pol stehst, ist das ja schon mal ein Highlight. Und auch mit dem neuen Partner, mit Scheffler, zum ersten Mal in der Green Machine zu sitzen. Und kannst dann auch noch den Sieg einfahren am Samstag. Das war wahnsinnig genial, ja. Volle Punkte, so einen Saisonstart hinzulegen, hat man selten. Die Saale vom letzten mussten wir losfahren wegen technischen Defekten und haben uns dann einfach entschieden, wirklich früh zu stoppen in der ersten Runde. Im Prinzip volles Risiko mit der Strategie gegangen und die ist tatsächlich voll aufgegangen. Also das war auch ein sehr cooler Sieg. Ja, die Erwartung vor dem Heimrennen Nordesring war extrem hoch. Klar, nach dem letztjährigen Sieg dort, dann mit Scheffler als regionalen Partner, war das natürlich eine richtig geile Kulisse. Mit der sogenannten grünen Wand. Du musst als Rennfahrer weitermachen, fokussieren auf das nächste Event. Das Sonntagsrennen, das war schon sehr, sehr spezial. Einfach mit Wut in das Rennen gegangen und es scheint so alles zu klappen, was du willst. Ja, das ist dann eigentlich im Prinzip das perfekte Rennen. Marco Wittmann, an extraordinary drive from Lundqvist on the grid. Brands Hatch dann in meinem vierten Sieg. England war nie so mein Paradepflaster, wenn du auf einer Rennstrecke noch nie auf dem Podium standest, aber sonst auf allen anderen die Pokale mit heimgeschleppt hast und dann England fehlt noch auf deiner To-Do-Liste und dann klappt's, ist natürlich auf jeden Fall was Tolles. Ja, ich meine, als Fahrer hast du natürlich einen brutalen Ehrgeiz und dann willst du natürlich in erster Linie immer gewinnen. Immer aufs Podium fahren, aber ich glaube am Ende, wenn du siehst, du bist weit vor deinen Markenkollegen, dann bist du damit eigentlich schon happy, ja, und deswegen konnte ich mich am Ende auch über Platz 3 in der Gesamtwertung irgendwo schon freuen, obwohl eigentlich das ultimative Ziel natürlich die Meisterschaft ist und war, aber die war einfach für uns dieses Jahr nicht drin und dann, glaube ich, haben eigentlich überall das Maximum herausgeholt und können uns noch groß was vorwerfen.